Auf einem meiner Reisen habe ich den Mammutbaum kennengelernt. Das war am Main, ein großer Baum, der 1953 gepflanzt wurde. Und dieser Baum hat regelmäßig kleine Ablegerchen fallen lassen und die bekamen dann Wurzeln. Diese Wurzeln kann man dann natürlich auch einpflanzen, diese kleinen Ablegerchen, und ich habe zwei Stück bekommen. Die waren jetzt über den Sommer, über einen halben Sommer, waren die in einer, wie soll ich sagen, Umgebung, wo sie gut gewässert waren, aber auch viel Licht hatten. Und hier sieht man zum Beispiel so einen Mammutbaum. Der hat etwas gelbe Blattnadeln. Also der Mammutbaum ist sozusagen, ja, möchte fast sagen, ein Zwitter. Und diese Blattnadeln haben halt den Vorteil, dass sie Licht durchlassen und in der Lage sind, Pflanzen auch unter sich wachsen und gedeihen zu lassen. Also sie nehmen niemandem, keinen Pflanzen das Licht weg. Und dann habe ich jetzt diese zwei Mammutbäume versucht einzupflanzen. Und ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Hier haben wir den nächsten. Der ist sogar nicht ein Stück gewachsen, aber er hat kleine grüne, wie soll ich sagen, Blätterchen bekommen. Hier sieht man das sehr schön. Also sie sind um so ein Stück gewachsen. Also um eine, ja, fast eine Daumenbreite hat der kleine Mammutbaum jetzt sich seine Blätter vergrößert oder wie auch immer das sagen, Nadeln. So, eingebaut habe ich den, wenn man das so nennen darf, in solch einer Art, dass ich unten Schafwolle eingesetzt habe. Dann habe ich Fledermausdünger drauf gestreuselt, Erde, wieder Schafwolle, wieder Fledermausdünger und dann wieder Erde und dann den Baum draufgesetzt und das Ganze schön seitlich festgemacht, festgestampft und hier gut gewässert. Und das ist eine Stelle, wo ich sagen kann, ja, das ist ja auch abgesprochen mit dem Albrecht. Das ist also hier der Eigentümer vor Ort, sozusagen mein Verpächter. Hier kann dieser Baum wachsen und wir freuen uns beide darauf, ihn wachsen zu sehen und schauen mal, was sich daraus ergibt. Ja, das ist es. Und jetzt werde ich mal wieder weiter zu meiner nächsten Beschäftigung gehen.